Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind wieder bei Stationeers of Europa und heute mit Woba natürlich. Und wir gucken heute nochmal nach. Mir hatte man gesagt, ich hätte die nicht angeschlossen. Von daher schauen wir mal eben kurz flott nach. Es kann natürlich wirklich sein, dass ich die nicht angeschlossen habe. Von Diego Pedroni hat getestet, geguckt. Aber sind hier angeschlossen, seht ihr? Aua, okay, alles klar, ich nehme es zurück. Ja, ich hab's. Ja, gut. Das ist natürlich fail, ne? Dann bedanke ich mich hier an Diego Pedroni. Pedroni hieß er, glaube ich. Dass er so gut aufgepasst hat, finde ich super. Wieso hat er mir dann vorher gezeigt, dass das hier vorne der Strom sein sollte? Das ist echt nicht nett. So, und die kriege ich dann mit einem Schraubenschlüssel wieder weg. Schraubenschlüssel. Und dann setze ich die diesmal richtig rum. So, bedankt an Diego. Jetzt weiß ich, warum da kein Strom ankommt. Schweißbrenner und die. Dann Kabelschnüppler. Und Schraubendreher. Diego Pedroni war das, der mich darauf gebracht hat, dass ich die falsch rumgestellt habe. Sehr gut, gut aufgepasst. Jetzt sollte nämlich auch mehr Strom ankommen. Ich habe mich hier die ganze letzten Folgen gewundert, dass da kein Strom richtig ankommt. Jetzt weiß ich warum. So, machen wir nochmal den Test. Ich glaube, beim letzten Mal war es 400 oder so was. Gut, das hat dann schon mal geholfen. Jetzt haben wir wenigstens wieder Strom da. Der ist nämlich, die ersten beiden sind schon voll. Was mit den beiden hier ist, habe ich keine Ahnung. Keine Ahnung, das muss ich nochmal beobachten. Wieso habe ich denn hier den. Ach, da bin ich da unten rausgegangen, ne? Genau. Gucken, ob ich das wieder zugemacht habe. Ich habe ein bisschen länger nicht mehr gespielt hier. Da habe ich zugemacht. Alles klar, super. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich das vorhabe. Denn wir machen jetzt hier noch. Verkabelung rein. Natürlich. Muss ja auch verkabelt werden hier, die Dinger. Und zwar mache ich das. So. Okay. Kannst du mal. Es wäre äußerst nett, wenn du mal da dran gehen würdest. Das wäre echt wunderprächtig. Naja, ich mache das mal wieder so.
Ah, da müssen wir bald mit Strom schwimmen, wa? Nur mit dem Gas brauche ich viel zu lange. Denke ich mal. Das wird a little bit Knäppchen. So, die zwei muss ich noch. So, dann haben die auch Strom. Die haben Strom, sind alle an Dings hier angeschlossen. Da fehlt dann noch ein. Ein so ein. Aber die hätte ich auch. Moment. Weil ich dann hier nämlich die Schaltung wohl hinmachen werde. Deshalb hier nach unten und dann mache ich die wahrscheinlich jetzt zwischen. Muss ich nochmal gucken. Aber dann ist der hier auch scheiße. Das habe ich denn. Na, hätte ich eigentlich auch so lassen können. Egal. So. Mal rein. So, warte mal, ich wollte noch was. Eigentlich wollte ich noch was geguckt. Ist egal. Ist egal, warte mal. So, ich habe auf jeden Fall alles an Strom hier durchgepowert. Das ja. Das hier habe ich angeschlossen. Ich brauche die Anordnung. Ich werde mal wohl, denke ich mal, X ist ja eh draußen. Habe ich den Labor an mit Strom versorgt? Ne, ich will mal gucken, ob die Batterie oben voll ist. Aber jedes Mal zu wechseln ist natürlich auch ein bisschen blöd. Ne? Ja. Ja, hier war die. Jo, ist voll. Ne, nicht die. Aber der Aufzug ist richtig super. Finde ich toll, dass jetzt das geklappt hat. So, dann werde ich hier nämlich den Waste machen. Waste. Da kommt hier der X hin. Wassertank brauchen wir auch noch. Da müssen wir auch noch dran denken, aber den werde ich von oben hin machen. Was brauchen wir am besten hier? Sauerstoff. Wir brauchen nachher. Ne, Kohlendioxid für oben. CO2. Für den. Sag mal schnell. Fürs Gewächshaus. Sauerstoff für. Ist ja okay, ist ja eh drin. Da Schadstoff nicht. Nachgas. Nachgas brauchen wir am wenigsten dann. Das wird eh, glaube ich, gemischt dann. Mit. Sauerstoff und Stickstoff. Machen wir Lachgas erst hier. Weiter. N2. Oh. Dann kommt hier. Was ist flüssige Stoffe aber für eine Abkürzung? H2.
Ne, warte mal, das wäre. Weißt du was? Ich mache das hier so. N kommt hier hin. Ja, wenn wir das nachher mixen wollen in N2.0, dann ist ja hier besser, weil wir hier N und hier den Sauerstoff. Und der Sauerstoff ist ja egal, wo der ist. O2 bestätigt. Und hier kommt dann also H hin. Ich glaube H2 ist das, ne? Und nicht H. Und hier kommt CO2 hin. CO2 bestätigen. Dann CO2 ISO-CO2. Alter, lass ja mal hängen bleibt, ne? H2. H2. O2. Weg. Und das war N2 und das hier weg. Das hier ist N2O. So. N2O. N. O2. H2. CO2. So, hier mache ich dann direkt mal. Wieso der kleine Transformator rechts heißt? Habe ich keine Ahnung. Trafo Gas bestätigen. Gas bestätigen. Was? Gaza. Mhm. So, dann könnte ich eigentlich den Laptop holen und dann. Achso, warte mal, ich muss den noch eben hier verdrahten. Da nicht schon mal drauf gemacht? Ja. Ah, die Basse. Gut, dann kann der auch wieder weg. Und wir gehen den Laptop. Warte mal, den Laptop habe ich doch hier. Weil der Wasty ist ja schon voll. Ach, ich habe noch einen Tipp gekriegt. Genau, warte mal, das mache ich nämlich auch direkt. Mache ich jetzt sofort, bevor ich es wieder vergesse. Und zwar hatte mir ein netter Zuschauer letzte Woche noch was geschrieben. Und zwar, wo ist er? War das auch wieder der Diego? Genau, mit den Kabel in den Schacht bauen. Das Kabel mal gegrillt. Ich denke mal gegrillt, ne? Und für Sphäre der Basis hast, musst du alles abpumpen und wieder öffnen.
Zerschmelzohr. Da ist der Stahl. Am besten vakuumieren. Du verlierst keine Hitze. Genau wie der Pedro. Diego. Diego hat es wieder geschrieben. Er hat richtig gut aufgepasst, der Herr. Der nette Herr. Das werde ich nämlich dann auch machen. Den Ofen hier nämlich einsperren. Einschließen. Ich muss das hier noch ändern. Das ist... Muss mir dazu die Schaltung nochmal angucken. Toll, jetzt habe ich die Schächte natürlich vergessen. Ja, das bringen wir doch zusammen an. Nehmen die einfach mal mit für den Fall der Fälle. So, die Kabel hier in dem Kabelsatz lasse ich so drin, weil ich die, wer ist jetzt? Weil die, wieso habe ich die so gemacht? Warte mal, so. Warte mal, ich muss eben denken. So. Weil ich die von außen hier das Ganze noch verkleiden werde. Das mache ich in einer der nächsten Folgen. Und deshalb kann es dann auch so bleiben eigentlich. So. Hallo? Warte mal. Das ist Schachteinlass. Hallo? Achso, das war die falsche Taste. Gut. Den so. Hallo? Es gehört ja anders. Wie gut, dass ich noch 5 mitgenommen habe. So, und hier, das wird nämlich jetzt dann eingeschlossen. Das war eine sehr gute Idee, Diego. Das habe ich nämlich auch immer gemacht gehabt eigentlich, aber ich habe es diesmal vergessen. Weil zu lange nicht mehr gezockt. So. Entschuldigung. So, ich wollte noch irgendwas machen. Das hier nachher versetzen, das mache ich aber dann in der nächsten Folge. Genau, das mache ich als in der nächsten Folge. Und... Hey. Entschuldigung. Wenn einmal losgeht, dann geht es richtig los. Ich glaube, wir brauchen mehr Strom. Das heißt, ich muss da anbauen. Ach Gott. Ach genau, die, das Glas, die einzelnen Hash-Dinger brauche ich. Da brauche ich 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 für. 14. Kein Gold.
Jetzt geht's los hier. So, das werde ich dann aber wohl ohne euch machen. Da fange ich zwar jetzt schon mal an, aber ich denke mal, das werde ich dann alles offline machen und ja, dass ihr das nicht alles mitkriegen müsst, ne? Und da sage ich dann mal, wir sehen uns dann. Ja, dann sehen wir uns wieder. Übermorgen sehen wir uns wieder, ne? Logisch. Und dann. In aller Frische. Warte mal. Stopp. Nicht zu schnell. 7. So, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Denkt an das Abo und das Like und kommt auf Twitch. Montags bis Freitags 10 bis 14 Uhr. Außer. Ist das heute? Nee, außer gestern. Aber wenn ihr das habt, habt ihr schon gesehen, ist schon bemerkt. Also, wir sehen uns entweder beim Stream oder bei der nächsten Folge. Bis dahin, euer Wobra. Ciao, ciao. We'll be right back.